Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Keltengold von Gerhard Herm. Regie Joachim Sonderhoff. Aua! Verdammt dunkel hier. Na, die Birne ist kaputt. Wenn ich diese verdammte Tür hier aufkriege, wird es heller. Scheint nicht sehr populär zu sein, das Museum. Das können Sie laut sagen. Im letzten Halbjahr 38 Besucher, davon 2 Zahlende. Und wenn es nach mir ginge, wäre der Schuppen schon lange dicht. Sie sind doch Bürgermeister. Auch der braucht Mehrheiten, lieber Kommissar. So, das wär's. Nach Ihnen. Donnerwetter. Sieht irgendwie nach Barock aus. Gotik. Macht ja nichts. Ja, war mal die Kapelle des Armenspitals, später Lazarett, dann Turnhalle, jetzt Museum. Lassen Sie sich nicht zu sehr beeindrucken. Das Zeug, was da rumsteht, ist nicht viel wert. Trotzdem ist hier einer eingebrochen. Ja, der wusste offenbar, was er wollte. Den Torquess. Wo war der denn untergebracht? Genau hier. Ach du lieber Gott. Einfacher Glaskasten mit 2 Hängeschlössern. Sowas kriegt ja ein Kind auf. Absolut idiotisch, den Torquess überhaupt hier aufzubewahren. Der hätte längst in ein großes Museum gehört. München, Köln, Berlin. Aber? Der Gemeinderat. Ein paar ältere Herren konnten sich von dem Stück einfach nicht trennen. Was ist denn das eigentlich, ein Torquess, Dr. Stolz? Ich bin nur in die Baumschule gegangen. Ein Torquess ist ein keltischer Halsring. Unserer war über und über mit Ornamenten bedeckt und an den beiden vorderen Enden, der Ring ist nicht ganz geschlossen, mit 2 kleinen, schauerlich grinsenden Männerköpfen versehen. Alter etwa 2.500 Jahre. Boah, also ziemlich kostbar. Der historische Wert lässt sich gar nicht beziffern. Und was ist das Ding wert? Das Ding war aus Gold. Versicherungssumme? Unbezahlbar. Also nicht versichert? Ich fürchte, nein. Müssen Sie sich da nicht auf einen ziemlichen Skandal gefasst machen? Ich fürchte, ja. Wann hat man den Diebstahl festgestellt? Wie ich Ihnen schon am Telefon sagte, vor 2 Stunden. Und wann wurde der Torquest zuletzt gesehen? Der Rathauspförtner, der sich auch um das Museum kümmert, war vorgestern zum letzten Mal hier. Da war der Torquest noch da. Wer könnte an einem solchen Stück Interesse haben? Auf jeden Fall niemand, der seinen wahren Wert kennt. Verkaufen lässt sich so etwas nicht. Also landet der Torquest bei einem Hehler und der lässt ihn einschmelzen. Um Gottes Willen. Das wäre eine Katastrophe. Und was werden Sie unternehmen, Herr Kommissar? Das Übliche. Spuren sichern. Rauchen Sie? Oh, und wie? Bitte schon. Ja, danke. Mhm. Und? Was weiter? Naja, dann werde ich mich mal ein bisschen umhören. Ach, ein Bild des Torquests sollte in der Presse veröffentlicht werden. Oh Gott, muss das denn sein? Presse? Wahrscheinlich würden Sie Ihre Situation eher verschlechtern, wenn Sie darauf verzichten. Ja, da haben Sie sehr wahrscheinlich recht. Eines weiß ich jedenfalls. Wenn wir den Torquest jemals wieder zurückbekommen sollten, verschwindet er von hier. Und das Museum wird geschlossen. Und was wollen Sie dann mit diesem alten Gemäuer anfangen? Ach, wissen Sie, ich kenne da ein kleines, diskretes Hotel im stockkatholischen Irland. Das war mal eine verlassene Kirche. Heute ist eine Bar auf der Empore, Sauna und Whirlpool sind in der ehemaligen Krypta und der Laden brummt. Na, hören Sie mal. Die Stadt lebt vorwiegend von Gewerbesteuer, Herr Kommissar, nicht von Altertümern. Kann ich Sie jetzt alleine lassen? Ja, mein Assistent muss jeden Augenblick hier sein, der sichert dann die Spuren. Na schön. Brockmeier, ja? Bevor ich es vergesse, dass ich meinen Führerschein noch habe, verdanke ich wohl Ihnen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Herr Bürgermeister. Aber weil wir gerade drüber sprechen, ja? Wenn ich Sie wäre, würde ich meinen Fahrstil schon ein bisschen ändern. Ja, das versuche ich ja schon die ganze Zeit, nur... Was?
Wenn mich irgendetwas ärgert, fahre ich immer zu schnell. Und schon haben sie mich wieder. Ja, aber wie auch immer, bei mir haben Sie einen Stein im Brett, Herr Brockmeier, das sollten Sie wissen. Ich höre von Ihnen. Ja, sobald es was zu berichten gibt. Na denn? Danke für die Zigarette. Bar auf der Empore, Sauna und Whirlpool in der Krypta und der Torquest scheint ihm scheißegal zu sein. Gebert, sind Sie das? Nein, ich bin's nur, Herr Kommissar. Ich habe gewartet, bis unser Bürgermeister um die Ecke war. Sie einer an, der Lokalchef persönlich. Den Polizeibericht schreiben doch sonst Ihre Volontäre, Herr Weißner. Die Torquest-Story ist eine Nummer zu groß für die Jungs und Mädels. Woher wissen Sie denn überhaupt, dass ich hier bin? Die Presse hat spitze Ohren. Oder im Rathaus gibt es undichte Stellen. Na ganz einfach, ich beherrsche mein Handwerk. Man hat Sie doch nicht zum Schweigen verpflichtet. Im Gegenteil, ich brauche Sie. Wir sollen eine Beschreibung des Torquest bringen. Mit Bild, nehme ich an. Wenn es sich machen lässt. Ist bereits veranlasst. Glauben Sie, wir lassen uns sowas entgehen? Was meinen Sie mit sowas? Und die Story natürlich. Ach, die für Ihre Volontäre zu groß ist. Warum eigentlich? Ja, da gibt es mehrere Aspekte. Einmal, Riesenblamage für die regierende Rathauspartei. Das kostbarste Besitztum der Gemeinde wird gestohlen, weil ungenügend gesichert. Und weiter? Sie scheinen die Geschichte unseres Torquest nicht zu kennen, Herr Kommissar. Was ist so Besonderes an ihm, außer seinem ehrwürdigen Alter und der Tatsache, dass er aus Gold ist? Dieser Torquest hat schon mehrmals den Besitzer gewechselt. Aber jeder... Sehen Sie? Es fängt schon an. Was fängt an? Der alte Gott der Kelten bekundet seinen Unwillen. Wollen Sie mich verarschen? Sie können es ja nicht wissen, Herr Kommissar. Alle, die sich diesen Torquest jemals auf unrechtmäßige Weise angeeignet haben, kamen auf sehr unnatürliche Weise ums Leben. Bisher insgesamt 4 Personen. Sie sehen aus, als bräuchten Sie einen Schnaps. Einen Schnaps? Damit es morgen wieder in der Zeitung steht? Unser Polizeichef, Doppelpunkt, ein Mann mit Alkoholproblemen, Fragezeichen? Ach, kommen Sie, Brockmeier, das sollte doch nur endgültig vergeben und vergessen sein. Als Sie von Frankfurt hierher kamen, galten Sie wirklich... Ich weiß, als der wilde, unberechenbare Bulle aus Manhattan. Also gut her mit dem Schnaps, aber einen doppelten, bitte. Freddy! Ja? 2 doppelte Wacholder. Komm gleich. Was halten Sie von meiner Story? Kann einem schon ganz schön auf den Magen schlagen. Nicht wahr? 4 Leichen über die halbe Welt verstreut. Und alle mit dem Torquest in der Hand. Die erste Leiche? Luigi Mondello, Ziegelbrenner, hat den Torquest beim Tonstechen entdeckt und wird noch an der Fundstelle vom Blitz erschlagen. Das war 1892. Daraufhin nimmt ihn die Stadt in Besitz. Richtig. Als nächster... George W. Ziesenes aus Abilene in Kansas. Der steckt den Torquest 1945 in seinen Brotbeutel und nimmt ihn mit nach Hause. Wo er kurz nach seiner Heimkehr das Dach seines Hauses reparieren will und von einem plötzlich aufkommenden Windstoß herabgeschleudert wird. Diagnose Genickbruch. Folgt das dritte Opfer des unheimlichen Keltenringes. So, 2 doppelte Wacholder, bitte sehr. Danke, Ferdi. Ein namentlich nicht genanntes Subjekt, anzusiedeln irgendwo zwischen Hehlerei und Altmetallhandel, an das die Witwe von George W. Ziesenes den Torquest verscheuert hat. Gefunden in seinem ausgeraubten Laden, mehrere Kugeln in der Brust oder sonst wo im Körper. Neben der Leiche liegt in strahlendem Goldglanz der Torquest. Daraufhin beschlagnahmt ihn zunächst die amerikanische Regierung. Er war ja schon damals in Fachkreisen ziemlich berühmt. Stichwort Enemy Property, Feindbesitz. Aber... Luke schlägt zum 4. Mal zu. Luke? Der alte Gott der Kelten. Luke? Wie Luke und Trug? Vorsicht, Brockmeier. Nichts für ungut, Luke. Prost, Weißner. Prost. Wie der Asservatenverwalter ums Leben kam, der den Torquest dann in seine Bestände aufnahm... Das lässt sich nicht genau belegen. Fest steht nur, er starb völlig überraschend und viel zu früh.
Sein Tod erregte derartiges Aufsehen, dass sich schon damals ein amerikanischer Journalist für den Keltenring interessiert und eine Story über ihn schrieb. Wodurch man auch hierorts erfuhr, wo der Torquess hingeraten war und um seine Rückkehr ins heimatliche Museum zu kämpfen begann. Der alte Horlacher muss damals Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt haben. Aber zäh ist er ja. Sieht man ihm gar nicht so an. Oh ja, inzwischen wirkt er wohl ein bisschen gebrechlich. Aber lassen Sie sich davon nicht täuschen, Brockmeier. Der weiß immer noch genau, was er will. Ich werde es mir merken. War Horlacher eigentlich der Vorgänger von Stolz als Bürgermeister? Nein. Stolz ist der Nachfolger des jungen Horlacher, des Sohnes vom alten Horlacher. Und der Junge? Tot. Autounfall. Autounfall? Reagierte der seine Frustration auch mit dem Gaspedal ab? Genügt es denn nicht? Autounfall. Doch, doch, natürlich, Entschuldigung. Wie auch immer, der Torquess kam zurück und seither... Herrscht Ruhe. Niemand wird mehr vom Donnerkeil des Keltengottes getroffen. Da geben Sie doch zu. Das ist eine Story. Eine irre Story. Eine Serie, Brockmeier. Die kann ich überregional verkaufen. Glückwunsch. Und wie geht sie aus, die Story? Das hängt von Ihnen ab. Nicht vom Luke? Wie bitte? Aber weiß man, Sie haben doch eben klar und deutlich erklärt, dass ich eigentlich gar nichts zu unternehmen brauche. Ich muss nur warten, bis irgendwo eine fünfte Leiche herumliegt und neben ihr der Torquess. Oder? Ach, schon zurück, Gebert. Ja, wie Sie sehen, Herr Brockmeier. Und? So gut wie nichts. Null Fingerabdrücke. Die beiden Vorhängeschlösser vermutlich mit einem starken Bolzenschneider geknackt. Sie haben doch nichts dagegen. Nee, Sie wissen ja, ich bin Nichtraucher. Der Dieb könnte von außen gekommen sein. Eines der hinteren Kapellenfenster ist eingeschlagen. Warum könnte? Weiß nicht. Kommt mir irgendwie unwahrscheinlich vor, dass es so war. Ich kann es nicht begründen. Bericht kommt gleich. Lassen Sie sich Zeit, das eilt nicht. Dann sagen Sie mal, Gebert... Ihr Vater ist doch im Gemeinderat. Nee, mein Onkel. Welche Partei? Pro-Stolz oder Anti-Stolz? Bürgerblock. Schlägt sich mal auf die Seite, mal auf die andere. Warum? Ich hätte gerne gewusst, was man in eingeweihten Kreisen von diesem Dr. Stolz hält. Meinen Sie, Ihr Onkel sagt mir? Das kann ich Ihnen sogar sagen, falls Sie meinem Urteil trauen. Sie wissen, dass ich vor jedem, der das Abitur gemacht hat, ungeheuren Respekt habe. Also los, raus damit. Stolz... ist ein Macher. Er wurde nach dem Tod des jungen Horlacher von seiner Partei hier reingedrückt, damit er sich profilieren kann. Nun zieht's. Ja, gilt als Führungsreserve. Aha. Das hiesige Rathaus ist für ihn also nur eine Art Durchlauferhitzer. So könnte man es ausdrücken, ja. Wenn er sich bei uns einen Namen gemacht hat, dann schwört er ab. Wohin? Landtag, Bundestag, Ministerialbürokratie, auf jeden Fall nach oben. Dann steht er also unter Erfolgsdruck. Machen Sie sich um den keine Sorgen, der schafft's. Womit? Indem er aus dem alten Armenspital ein Hotel macht? Sauna und Whirlpool in der Kapellenkrypta? Hat er Ihnen das erzählt? Ich kenne die Geschichte von meinem Onkel. Irgendein Hotel, das in einer Kirche eingerichtet ist, muss ihn ziemlich stark beeindruckt haben. Spanien, glaube ich. Irland. Meinetwegen, Irland. Das Museum jedenfalls will er weghaben. Was sagt Ihr Onkel dazu? Bürgerblock. Die halten sich bedeckt bis zuletzt. Wenn wir den Torquess nun nicht wiederfinden, schadet das Stolz? Theoretisch nein. Er war ja immer dafür, dass der Torquess woanders hinkommt. Und praktisch? Hier wird man es ihm übel nehmen. Die Leute hängen an dem Ding. Ach, die hängen dran. Na, danke, Gebert. Corinna Frenzel? Hallo Corinna, ich bin's, Hans-Uwe. Na nur, dich gibt's noch. Wie lebt man auf dem flachen Land? Bedeutend ruhiger als bei euch. Und wie vertreibt man sich dann die Zeit? Ohne Razzien in den Nachbars und ähnlichen Vergnügungen? Ich habe einen sehr abwechslungsreichen Job.
Von Trickbetrug bis Landesverrat ist alles drin. Du wolltest sicher kurz sprechen. Ja, ist er da? Man hat ihn wieder mal nach Bad Mergentheim geschickt. Immer noch Zucker? Ach, Zucker war's der Nilo schon gar nicht bei seiner Lebensweise. Allein die vielen Faulleute, mit denen er immer fortsaufen muss. Kannst du mir seine Nummer geben? Könnte ich, tue ich aber nicht. Sorry, Hans-Uwe. Ja, ist schon gut. Dann richte ich ihm wenigstens was aus. Das ist ziemlich wichtig für mich. Oder nein, wann kommt er denn zurück? Übermorgen. Hervorragend. Frag ihn, ob er auf der Rückfahrt mal bei mir reinschauen kann. Liegt eh am Weg. Es ist wirklich wichtig, Corinna. Probleme? Ich habe das Gefühl, mein erster komplizierter Fall kommt auf mich zu. Etwas, wo man Köpfchen braucht. Und du weißt ja, meine starke Seite war das nie. Na gut, Hans-Uwe, war es das? Nein. Es hätte mich gewundert, wenn er nicht fragt. Hast du gesehen? Kurt hat, sie steht wieder in der Frofroba hinterm Tresen. Ja, schon gut, Corinna, danke. Bis demnächst mal. Frofroba. Oh Gott. Mal an deinem Glas riechen, Didi. Ernst, Kommissar, sie haben mich erschreckt. Dein üblicher Fusel ist das aber nicht, Didi. Sondern ich würde sagen, Kirsch, mindestens 10-Jähriger. Aber Ivo, aber Kommissar, Kirsch? Als ob die da einen 10-Jährigen Kirsch hätten. In der Wolfsschlucht. Na schön, Didi, einigen wir uns auf 5 Jahre. Kommissar. Bei 5 gibst du keine Bewährung mehr. Na, du kriegst nicht mal 3 Monate mehr Bewährung. Und Schluss jetzt mit den Witzchen. Die Krawatte ist auch neu. Weil ich arbeite. Wo? Bei wem? Na ja, da, mit da, ne? Wird Sommer, ne? Die Bäume müssen geschnitten werden. Ja, ich bin schließlich gelernter Gärtner. Nebenjobs nimmst du nicht mehr an? Aber wie? Weil bei mir sind ja alle Jobs Nebenjobs. Du weißt doch genau, was ich meine. Wie? Ach so, das meinst Schmierstehen. Diskrete Botengänge, geklaute Ware verstecken. Ja, wo bist denn? Du bist denn auch alles, ne? Kirchenfenster einschlagen. Was? Jetzt gab sie, also wie kommen Sie denn auf sowas, Kommissar? Warum so hier Kirchenfenster einschlagen? Also das bringt ja nichts. Naja, wenn du das sagst, Didi, aber Zeitung liest du. Ja, das meinen Sie. Nein, jetzt klar, ne? Jetzt geht's eher auf das Licht, ne? Diesen, den Ding da. Genau den. Ja, so, ja. Na. Also, Kommissar, na, nie und nimmer nicht. Sowas ist nix für die Idee. Ehrlich. Also, deppert mag ich ja sein, aber blöd bin ich nicht, ne? Du, und wenn hier einer was verschabeln will, was Besseres, du weißt schon so unter der Hand. Also, na ja, das täten sie ja mindestens da hingehen, wo sie herkommen, nach Frankfurt. Also, die Big Heller, die Großen, die in der Liga spielen, die gibt's da bei uns so gar nicht. Naja, danke, Didi. Du vergisst nicht, dass ich in dieser Stadt dein bester Freund bin. Aber gern, aber wirklich. Kann doch nur der Gilbert sein. Aber, was haben Sie denn hier, Gilbert? Sie haben hinterlassen, dass Sie in der Wolfsschlucht sind. Da wollte ich mal sehen. Wie ich Ganoven platt mache. Machen Sie hier bloß kein Fenster auf. Ja, aber... Ja, lassen Sie gehen. Sie haben Husten, was? Didi und ich sind Freunde. Wir mögen uns und wir respektieren uns, nicht wahr, Didi? Jawohl, Herr Kommissar. Jawohl. Na, setzen Sie sich doch, Gilbert. Da, wo wir uns bewegen, herrschen ordentliche Verhältnisse. Respekt, Herr Kommissar, wen haben wir denn da? Hier du... Da ich, und das ist der Geber. Noch einer. Und dazwischen das dünne Drahtseil des Gesetzes, auf dem wir 3 balancieren und von dem wir 3 alle herunterfallen können. Dann ist ganz gut, dass Sie gekommen sind, Geber. Da können Sie was lernen. Prost. Herr Cheerio. Du sollst an deinem Ding so einen Hülsensoft. Wir haben geschlossen. Mittagspause. Tina, ich bin's. Hänschen, so eine Überraschung. Hallo, was führt denn dich zu uns Körnerfressern? Ich dachte, ich könnte vielleicht einen Tofu-Gulasch abstauben oder geröstete Algen in Sojasauce. Würde dir nicht mal schlecht bekommen, du setzt Bauch an, hast du das schon bemerkt? Vielleicht sollte man dich für ein paar Wochen in deinen alten Kiez zurückschicken. Ganoven aufmischen hält offensichtlich fit. Haha, diese alten Witze finde ich langsam nicht mehr komisch. Ach Gott, tritt man unserem Drachentöter immer noch auf den zarten Zehen herum. Komm mit nach hinten. Ich hatte heute mal Lust auf ganz ordinäre Fleischklopse.
Was willst du wirklich, Hänschen? Sag bloß nicht, die Sehnsucht hätte dich getrieben. Sehnsucht war auch dabei. Hey, es riecht aber gut. Gleich wird serviert. Und sonst? Hattest du nicht mal mit Stolz zu tun, dem Bürgermeister? Hatte ich. Wegen dem Lokal, das du aufmachen willst. Tofu-Gulasch in Algensoße. Er ist hundertprozentig dafür. Will mir alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Und was hältst du sonst von ihm? Ein Macho natürlich. Aber ein sympathischer. Gibt's sympathische Machos? Schau in den Spiegel. Danke. Aber nun mal Klartext, ich brauche dein Urteil. Ach, Urteil. Computergehirn. Stolz sieht dich, taxiert dich und schon bist du Teil eines integrierten Schaltsystems. Von dem Moment an hört er dir nur noch aus Höflichkeit zu. Aber er trägt süße Krawatten. Hilft dir das weiter? Und wie beurteilen ihn deine Tofu-Jünger? Bestens. Er bekommt der Stadt gut, räumt auf mit dem alten Mief. So etwa. Mief? Bezieht sich das auf seinen Vorgänger, Horlacher? Muss wohl. So lange bin ich schließlich auch noch nicht hier. So, kleiner dicker Macho. Mittagessen. Die Fleischklopse müssen weg. Hast du einen Pilz? Das war eine Wucht. Sagst du mir jetzt endlich, was es gewesen ist? Eine Spezialität der Gegend. Ja, nun warte doch mal. Kutteln. Kleingeschnittener Kuhmagen in Rotwein gekocht. Das hättest du doch gleich sagen können. Ich kenne Leute, die wären grün im Gesicht geworden, wenn sie es während des Essens erfahren hätten. Aber doch nicht ein alter Sittenstrolch wie ich. Und vor allem nicht nach 6 Wochen in einer Diätklinik. War so schlimm? Abscheulich. Na, dann habe ich dich wenigstens nicht umsonst hierher gelockt. Ich dachte selbst daran, bei dir mal vorbeizuschauen. Das Landleben scheint dir gut zu bekommen. Aber... Was denkt jemand, der aus unserem alten Milieu kommt, auf Anhieb, wenn er die Worte Sauna und Whirlpool hört? Und zwar in einem Atemzug. Und was wohl? Edelpuff? Gut, gut, gut. Nächste Frage. Erinnerst du dich noch an diese Tagung in, ich glaube, Sinzig? Und ob. Warum und ob? Weil es so aussieht, als ob das, was der Referent damals als Zukunftsvision an die Wand gemalt hat, allmählich Realität zu werden scheint. Das horizontale Gewerbe entdeckt die Idylle. Ja, scheint eine zwangsläufige soziologische Entwicklung zu sein. Soziologisch? So. Für mich absolut einleuchtend. Schließlich laufen immer mehr Typen rum, die alles haben. 200 PS und ein Arsch, Chinchilla-Pullover, Urlaub auf den Bahamas, den Barkellner im Ritz, der ihren Vornamen kennt. Kaviar satt. Noch was? Reicht schon. Und für die... müssen neue Bedürfnisse geweckt und befriedigt werden. Schließlich ist das eine super Kundschaft. Also die etwas abgelegenen, schnuckeligen Hotels mit Sauna, Whirlpool und... und der entsprechenden Bedienung. Beine bis zum Anschlag. Blondhaar bis zur Hüfte. Von den übrigen Zutaten zu schweigen. Wegen Zuhälterei kann niemand belangt werden, weil alles in der Zimmermiete drin ist. Oder im Champagnerpreis. Oder in den Kosten fürs obligate Potenzfutter. War's das, was du wissen wolltest? Sagt dir der Name Wilhelm Terdijk etwas? Terdijk. Flämische Immobiliengesellschaft. Sitz Antwerpen. Absolut honoriges Unternehmen. Aber an solchen Objekten interessiert? Sogar darauf spezialisiert. Reicht das fürs Erste? Reicht reichlich. Und in welchem Zusammenhang interessiert dich diese ganze Materie? In Zusammenhang mit einem Torquess. Mit einem was? Na hör mal, Kurt, du wirst doch wissen, was ein Torquess ist. Nö. Oder etwa nicht? Was? Gina, was machst du denn hier? Ich hab dir beim Schlafen zugesehen. Das muss ja sehr interessant gewesen sein. War es auch. Hattest du Albträume, Hänschen? Ach, das weiß ich nicht mehr. Gib mir doch mal das Glas, also gut. Keine Sorge, ist nur Wasser. Du hattest Albträume. Hier.
Wie lange bist du schon da? Eine ganze Weile. Wer ist Manuela? Komm, Hänschen. Dass du ihr Foto von mir versteckst, weiß ich schon lange. Schließlich räume ich deinen Saustall ja ab und zu auf. Du hast im Schlaf gesprochen. Jetzt weiß ich auch, wie sie heißt. Muss das jetzt sein? Früher oder später muss es. Warum nicht gleich? Das meiste kann ich mir ohnehin schon zusammenreißen. Das meiste was? Ach, nur komm. Dein Revier in Frankfurt war das Rotlichtviertel. Da saß sie an der Bar. So wie auf dem Foto. Darauf ist sie die Unschuld in Person. Und was für eine Person. Du wolltest sie da rausholen, ja? Ich hab sie rausgeholt, verdammt nochmal. Die Kollegen hielten mich für das größte Rindvieh aller Zeiten. Sie hat mal angerufen, als du nicht da warst. Zuerst wollte sie nicht rausrücken mit dem, was sie auf dem Herzen hat, aber schließlich... Hat sie es ausgespuckt. Klar, sie wäre sonst zerplatzt, das alte Miststück. Manuela ist also wieder... Wie heißt die Bar? Fufu-Bar. Anfangs ging sie nur heimlich zu ihren alten Feiern zurück, weil... Naja, so viel verdient unser einschließlich nicht, dann... Hast du es gemerkt? Gemerkt? Wurde mir brühwarm hinterbracht. Ich habe schließlich um Versetzung gebeten. Kleinstadt, dachte ich, ruhige Kugel schieben, mehr Zeit fürs Privatleben, bürgerliche Atmosphäre. Aber als es soweit war, fing sie an, Ausflüchte zu machen, redete von einer Kosmetikausbildung und lauter solchen Scheiß. Aber die Hoffnung hast du nie ganz aufgegeben. Um ehrlich zu sein, Gina, nein. Bis dann vor ein paar Tagen die Frenzel anrief und sie es mir sagte. Frufruber. Frufruber. Armes Hänschen. Knirschst du deswegen im Schlaf mit den Zähnen? Vermutlich. Sicher bist du nicht. Ach, was sollte sonst sein? Whirlpool und Sauna, Hänschen. Whirlpool und Sauna. Worauf willst du raus? Ach, Hänschen, du bist so leicht zu durchschauen. Whirlpool und Sauna, Inbegriff der Sünde. Das haut dich so vom Hocker, dass du sogar Albträume hast. Oder rede ich Blech? Was für Blech? Ich liebe Whirlpools, Hänschen, und gehe auch oft in die Sauna. Bin ich deswegen eine unmoralische Frau? Aber verdammt nochmal, Gina, in einer Kirche. Das hat dir den Rest gegeben, ich weiß. Dabei war es nur die frivole Bemerkung eines ehrgeizigen Aufsteigers, der auch manchmal schneller redet, als er denkt. Es war mehr. Du sollst nach dem verschwundenen Torquest suchen, nicht irgendwelchen Leuten nachspüren, die Nobelabsteigen auf dem Land eröffnen wollen. Das eine hängt mit dem anderen zusammen, Gina, glaub mir. Gut, Hänschen, gut. Soll ja so sein. Tu mir dennoch einen Gefallen. Welchen? Red mal mit dem alten Horlacher, bevor du irgendwas unternimmst, was dich hinterher vielleicht nicht mehr gut machen lässt. Einverstanden? Meinetwegen. Sie brauchen sich nicht vorzustellen, Herr Kommissar. Ich komme nur noch wenig unter die Leute, aber ich weiß, wer Sie sind. Nun, was haben Sie mir zu berichten? Ich bin eigentlich... Die wichtigsten Punkte aus dem Bericht des Kommissars habe ich Ihnen bereits vorgetragen, Herr Bürgermeister. Möchte Ihre Zeit nicht allzu lange in Anspruch nehmen. In Ordnung, Weißner, gute Arbeit, wie immer. Kommen wir also zur Sache. Sie sind sich doch im Klaren darüber, dass wir hier einer Verschwörung gegenüberstehen. Der Kommissar weiß über alle wesentlichen Vorgänge Bescheid, Herr Bürgermeister. Der Begriff Verschwörung dürfte gleichwohl in seinem Vokabular nicht... Man hat meinen Sohn zu Tode gehetzt, Weißner, das wissen Sie doch. Es lässt sich in der Tat nicht völlig von der Hand weisen. Erst unter Druck gesetzt, dann in die Enge getrieben, dann in den Tod gejagt. Zuletzt war er nur noch ein Nervenbündel. Regierungspräsidium, Parteivorstand, Staatskanzlei. Wie ein Weberschiffchen ist er von einem zum anderen geschossen. Keinem konnte er es recht machen. Was er vortrug, wurde zusammengestrichen, kritisiert, abgeschmettert. Das musste einen sensiblen jungen Menschen wie ihn einfach zermürben. Aber sie brauchten ja seinen Stuhl für diesen Stolz. Das hat mein Sohn auch gewusst. Stolz saß ihm im Nacken wie ein Nachtmahr. Ist es ein Wunder, dass er da schließlich die Gewalt über seinen Wagen verliert? Was meinen Sie, Herr Brockmeier? Ja, ich kenne die Mit Akten, mir aber... hätten Sie das nicht gemacht. Mit mir nicht. Als ich hier amtierte, da wusste diese Stadt noch, wovon sie lebt. Nicht von irgendwelchen hergelockten Unternehmen, die Wegwerfwindeln herstellen oder Wegwerfverpackungen oder irgendwelchem Süßzeug, das man wegwerfen sollte, statt es zu essen. Nein, wir hatten auch so unser Auskommen. Und die Stadt hatte eine Seele. Ja, eine Seele, Herr Brockmeier.
Nehmen Sie den Torquess. Er bezeugt, dass hier an diesem Platz seit mindestens 2500 Jahren Menschen lebten, arbeiteten, kämpften, litten. Generation auf Generation. Eine Kette, die so weit in die Vergangenheit zurückreicht, dass wir ihren Anfang nicht mehr sehen. Und auf den Gräbern dieser Menschen leben wir. Sie sind ein Teil von uns. Und wir verkaufen unsere Seele, wenn wir ihrer nicht mehr gedenken. Wir verraten sie. Ja, Herr Brockmeier, so ist es. Deswegen habe ich für diesen Torquess gekämpft und für unser Museum. Aber dieser Stolz. Wissen Sie, was ich glaube, Herr Brockmeier? Was, Herr Hollerer? Dass der Torquess verschwunden ist, das deutet auf etwas hin. Worauf bitte? Die Stadt verliert ihre Seele. Ja, sie verliert ihre Seele. Wissen Sie jetzt, warum ich mit allen Mitteln versucht habe, Ihren Besuch beim Altbürgermeister zu verhindern? Ach, Sie haben dafür gesorgt. Ich bin so etwas wie ein lebender Schutzwall zwischen der Außenwelt und ihm. Aber Ihrer Hartnäckigkeit war ich am Ende doch nicht gewachsen. Er muss mal eine eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen sein. Aus anderem Holz geschnitzt als Stolz, so viel steht fest. Den Tod seines Sohnes hat er nie verwunden. Und das Ende der Dynastie Horlacher. Zugegeben, auch das. Wissen Sie jetzt mehr? Nichts Greifbares. Und wie gefällt Ihnen meine Serie über den Torquess? Bisschen viel Text. Na, lesen ist wohl nicht Ihre starke Seite. Tun Sie es trotzdem. Das Ding ist ein Heuler. Ja, ich hab's notiert. Hm? Heute 16 Uhr. Rathaus. Ja, richtig aus. Vielen Dank. Was wichtig ist, Gilbert? Bürgermeister Stolz erwartet Sie. Gut. Um 16 Uhr. Gut. Sagen Sie mal, lesen Sie eigentlich Weißners Serie über den Torquess? Na klar doch. Flott geschrieben, oder nicht? Ich habe die beiden letzten Folgen gerade beim Kaffeetrinken überflogen. Ja und? Gefällt's Ihnen? Ich weiß nicht, Gilbert, ich weiß nicht. Was will er eigentlich sagen, der Weiß? Sagen? Er erzählt eine Geschichte. Nee. Das heißt, er erzählt schon eine Geschichte, aber in der geht es immer nur um eines. Nämlich? Wer den Torquess klaut, der stirbt. Ja, sicher. So war es doch auch. Bisher. Schon. Aber in der Serie scheint mir alles auf den Dieb zuzulaufen, der den Torquess derzeit hat. Es klingelt manchmal, als ob Weißner schon wüsste, von wem er gestohlen wurde. Es zieht. Ja, ich weiß. Journalistischer Trick wahrscheinlich. Könnte auch sein. Nur... Was? Dem derzeit letzten Dieb droht er jetzt schon den Tod an. Indirekt wenigstens. Oder spinne ich total? Nee. Irgendwas ist da dran. Wer ist Weißner? Warum gluckt er so mit Horlacher zusammen? Na, der war doch sowas wie sein Pressechef. Berater für Öffentlichkeitsarbeit, ungefähr in der Preisklasse. Ach, Weißner war der Pressechef des alten Horlacher? Und des Jungen. Wer ist denn dann der Pressechef von Stolz? Niemand. Stolz sagt, das könne er selber und hat die Stelle gestrichen. Was Weißner nicht gerade zu seinem Freund macht. Kennen Sie ihn näher? Ja. Weißner mein ich. Ach so. So. Als er vor kurzem hier war, haben wir uns fast eine Stunde lang unterhalten. Ist kein unwitziger Typ. Er war hier? Das habe ich Ihnen doch gesagt. Nee. Aber Herr Brockmeier, Weißner hat mir doch den Namen der Firma gegeben, die das Armenspital angeblich zum Hotel umbauen will. Terdijk. Ach, Weißner war das? Ja. Nicht Ihr Onkel, der Gemeinderat? Mein Onkel weiß von der ganzen Angelegenheit überhaupt nichts. Ach, du dickes Ei. Jetzt wird mir aber einiges klar. Ja, was denn, um Gottes Willen? Hier bläst jemand zur Jagd. Auf den einen ganz bestimmten Mann. Und er meint es verdammt ernst. Wann bin ich beim Bürgermeister? Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Herr Kommissar. Sie hatten wirklich keine Ahnung? Ja, woher denn? Wir haben Angebote eingeholt, wie man es in diesem Planungsstadium immer tut. Das von Terdijk gehört zu den weitaus günstigsten.
Die Firma hat eine eindrucksvolle Referenzliste vorgelegt, vor allem aber einen Entwurf, der mich und meine Mitarbeiter sehr begeisterte. Sauna und Whirlpool in der Krypta. Ach, Unsinn, Herr Kommissar. Glauben Sie denn, ich bin verrückt? Die Geschichte aus Irland habe ich doch nur erzählt, um zu beweisen, dass konservative Bürger über ihren Schatten springen, wenn sich historische Bauten wirtschaftlich nutzen lassen. Was glauben Sie, was hier los wäre, wenn der Tadeikische Vorschlag durchkäme? Ich bin doch kein Selbstmörder. Das habe ich auch nicht angenommen. Ja, dumm ist nur... Was? Der Entwurf von Tadeik liegt bereits höheren Orts vor. Wenn die da oben mehr wissen als ich, dann ist hier die Hölle los. Dieser Weißner. Es scheint nicht gerade ihr Freund zu sein. Geht mir auch ständig aus dem Weg, weil ich ihn als Pressechef gefeuert habe. Pressechef, reine Verschwendung von Steuergeldern. Und Horlacher? Hm. Tragischer Fall, wenn Sie mich fragen. Der alte Mann will nicht begreifen, dass sein Sohn ein Versager war. Einerseits der schwere Schatten seines ruhmbedeckten Vaters. Andererseits? Zum Regieren vollkommen ungeeignet. Die nächste Wahl hätte er mit Pauken und Trompeten verloren. Eine Stadt lebt nun einmal nicht nur von ihrer historischen Substanz, wie Horlacher Senior meint. Sie sind so nervös, Herr Dr. Stolz. Soll ich gehen? Ach, ich will Sie nicht hinauswerfen, Herr Kommissar, aber jetzt ist es 16:30. In einer knappen Stunde könnte ich im Ministerium sein. Der Entwurf muss vom Tisch und zwar schnell. Ich fahre Sie hin. Kommt nicht in Frage, Herr Kommissar. Das wäre mir aber ein Vergnügen. Ja, das glaube ich gern, nur... Wissen Sie, Herr Brockmeier, die Tadeik-Leute halten Museum im Hotel für die Idee. Der alte Torquess soll die Gäste anregen. Fragt sich nur, wozu? Zum Genuss von Champagner vielleicht? Ich weiß es. Gina. Was zum Teufel ist los hier? Wer sind Sie? Ich bin Statete. Kennen Sie mich noch? Aber natürlich kenne ich Sie noch. Sie haben mir doch mal... Ist der Kommissar bei Ihnen? Mitten in der Nacht? Wie kommen Sie denn... War nur eine Idee. Entschuldigen Sie, aber zu Hause ist er nicht. Nein, der Dienst ist auch zu. Ich brauche ihn aber. Keine Ahnung, wo er sein könnte. Ist es denn wichtig? Es ist dringend, Fräulein Gina. Ich muss ihm was geben. Doch. Was? Nein, nicht aufmachen, Fräulein Gina. Das juckt morgens dein Kopf. Woher haben... Ich sag nichts, Fräulein Gina. Nur den Kommissar. Er sagt dann wieder schon... Wo wollen Sie denn hin, die Wolfsflucht? Da finden Sie den Kommissar bestimmt nicht. Aber braucht einen Hotel. Was sowas? Das ist auf Ihr Wohl, Herr Kommissar. Ich habe nichts bestellt. Geht auf mich. Kleine Aufmerksamkeit des Hauses. Versuchen Sie bloß nicht, den Kaschemmenwirt zu spielen, Tränker. Dafür ist Ihre Kneipe nicht mies genug. Bringen Sie mir lieber einen Kaffee. Bitte, war ja nur eine Aufmerksamkeit. Kaffee ist gleich da. Gasthaus Wolfsschluch? Ja, der ist hier. Herr Kommissar, Telefon für Sie. Ach, wer ruft mich denn hier in dieser Pinte an? Bitte. Herr Brockmeier. Was ist? Wo sind Sie, Geber? Ruhe im Puff! Ich will telefonieren. Also, warum husten Sie jetzt eigentlich, Geber? Was sind Sie? Wann? Ja, und warum? Mein Gott, Gebert, ich hab halt eine Runde gedreht. Wie hören Sie das? Stolz? Am Straßenviadukt? Ich komme. Tot. Schon abtransportiert. Ja, ich hab verstanden. Und sein Wagen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Absperren lassen. Haben Sie schon? Gut. Ich erwarte Sie im Büro. Ende. Ist was Schlimmes? Glotz nicht so. Stolz hat's erwischt. Morgen steht's in der Zeitung. Also. Hier, so muss es passiert sein. Er kommt aus dem Einschnitt raus. Eine leichte Rechtskurve. Dann gleich der Viadukt. Das ist schon bei 80 Sachen nicht ungefährlich und bei Tag, aber... In der Dunkelheit und mit Karacho. Wie schnell ist er gefahren? Es zieht. Ja, es zieht immer. Was war? Wie schnell er gefahren ist. Ach so.
Keine Bremsspuren, also auch keine Anhaltspunkte. Allerdings hat es ihn ziemlich weit hinausgetragen. Hier, der Wagen war ein ganzes Ende vom Fuß des Viadukts entfernt. Schrotthaufen. Ich sehe es vor mir. Was denken Sie? Er muss die Stelle doch im Schlaf gekannt haben. Muss er. Und trotzdem... Vielleicht war er übermüdet. Oder er hat sich über etwas geärgert. Wenn ihn etwas ärgerte, ist er immer aufs Pedal gestiegen. Das gefällt mir nicht. Was? Dass es ein Unfall gewesen sein soll. Sie denken doch nicht etwas... Stolz hatte Feinde, Gebert. Es gab sogar Leute, die ihn regelrecht gehasst haben. Gehasst? Also da fallen mir nur der alte Horlacher und Weißner ein. Naja, vielleicht noch ein paar andere im Rathaus, denen er mal auf die Füße getreten ist. Pressechef war Weißner, haben Sie gesagt. Mhm. So ein Job muss doch mit allerlei Privilegien verbunden gewesen sein. Der alte Horlacher hat Weißner als besseren Laufburschen benutzt. Aber unter dem Regime des jungen Horlacher war er praktisch der zweite Mann im Städtchen. Der Drahtzieher, wie mein Onkel immer sagte. Was heißt das? Ja, ohne ihn lief nichts. Fast nichts. Wenn jemand einen städtischen Auftrag haben wollte, ging er erst zu Weißner. Und wenn die Gemeinde ein größeres Projekt ausgeschrieben hatte, Weißner wusste Rat. Sie meinen, er hat die Hand aufgehalten? Auf alle Fälle wurde er oft zur Jagd eingeladen. Ist er denn Jäger? Zur Jagd eingeladen? Kann viel bedeuten, Herr Brockmeier. Einkaufsbummel in Hongkong zum Beispiel. Ah. Wochenende in Paris. Oder man fährt einen neuen Sportwagen zur Probe, sagen wir, solange bis er als Gebrauchtwagen gilt und dann etwas billiger wird. Aha. Aber gejagt hat Weißner auch. Langsam verstehe ich. Stolz hat ihn nicht nur um einen Job gebracht, sondern auch um... Freunde. Ja, ich glaube, das kann man sagen. Wollen Sie ihm deswegen etwas anhängen? Ich denke nur laut. Sie suchen ein Motiv. Im Moment versuche ich eher, mich an etwas zu erinnern. Luke, dieser Keltengott, er schleuderte Blitze. Das habe ich von Weißner. Ja, haben Sie erzählt. Mhm. Blitze, Blitze. Polizeirevier, Gebert? Ja, er ist hier und raucht schon wieder. Herr Brockmeier, Ihre... Gina? Was geht's? Ihr zieht's ja wirklich. Ach, sag das nochmal. Didi. Bin schon unterwegs. Kommen Sie, Gebert. Noch eins habe ich von Weißner. Wenn der Talkwiss auftaucht, gibt's immer eine Leiche dazu. Da können Sie ja gut drauf retten. Na endlich, wo hast du denn die ganze Nacht gesteckt? Wo ist das Ding, Gina? Da auf dem Tisch. Ist er das, Gebert? Ich werd verrückt. Natürlich ist er das. So sieht also ein Torquess aus. So komisches Teil. Mir ist es unheimlich. Diese beiden Köpfe grinsen, als ob sie was wüssten. Und schwer. Massives Gold. 2500 Jahre alt. Du hast recht, Gina. Diese Köpfe grinsen wirklich, als ob sie was wüssten. Das ist ein Jammer, dass sie nicht sprechen können. Und den Torquess hat Didi gebracht? Sagte ich doch. Sag's nochmal. Er hat dich gesucht, Hänschen, und da ist er bei mir gelandet. Er war völlig aufgelöst, bibbernd vor Angst. Ich sollte auf keinen Fall die Schachtel öffnen. Natürlich habe ich's doch getan. Da war er schon wieder weg. Wie ist der denn zu der Schachtel mit dem Torquess gekommen? Didi hatte den ganzen Tag Bäume geschnitten. Als er nach Haus kam, sei sie in seiner Bude gelegen, sagte er. Armer Teufel. Kein Wunder, dass ihm mulmig wurde bei seinem Strafregister. Gebert. Ja? Keine Angst, hier wird nicht geraucht. Trotzdem sahen Sie gerade so aus, als ob Sie etwas Kluges bemerken wollten. Ja. Na raus damit. Sie sagten vorhin, der Torquess habe die Angewohnheit... Immer nur gemeinsam mit einer Leiche wieder aufzutauchen. Ja. Angewohnheit ist übrigens gut. Und jetzt? Jetzt haben wir den Torquess und eine Leiche. Aber? Keine Verbindung zwischen Leiche und Torquess. Ihrer Meinung nach, Gebert. Ich habe noch was gesagt, kurz bevor Gina anrief. Noch was? Blitze, haben Sie gesagt. Luke schleudert Blitze. Das scheint auch so eine Angewohnheit zu sein. Entschuldige, Gina, kommen Sie, wir besuchen Sie. Ja, ciao. Früh um 3:30? Ja, wiedersehen. Wiedersehen. Tut mir leid, dass wir unangemeldet kommen, Weißner. Ach, das macht doch nichts. Ihr Nachtpförtner war gerade pinkeln. Guten Abend. Ach, soll das der Nachruf auf Stolz werden? Der ist schon fertig. Schon lange, nehme ich an. Nachrufe auf einen Bürgermeister werden praktisch an dem Tag geschrieben, an dem er sein Amt antritt. Zu gegebener Zeit müssen sie nur noch ergänzt werden. Aha. Falls Sie neueste Erkenntnisse über den Unfall haben sollten,
Bitte, ich kann sie aber erst übermorgen bringen. Für die morgige Ausgabe ist es schon zu spät. Die heutige, meine ich. Umso besser, dann können wir ja zunächst einmal in Ruhe die letzte Folge Ihrer Torquest-Serie zu Ende schreiben. Wovon reden Sie, Brockmeier? Das könnte ein Heuler werden, Weißner. Der Torquest, der Tote und der blitzeschleudernde Keltengott. Sind Sie besoffen? Nee, ich fürchte nein. Auch unser Eins hat seine trockenen Tage. Haben Sie mal eine Zigarette? Ja. Danke. Gebert, reißen Sie sich einmal zusammen. Versuche ich ja. Also, Sie konnten Stolz nicht leiden. Das stimmt doch. Daraus habe ich nie einen Hehl gemacht. Wenn Sie gekonnt hätten, wie Sie wollten, hätten Sie ihn in Ihrem Blatt jeden Tag auseinandergenommen. Aber Sie sind nun mal nur Lokalchef, nicht der Chefredakteur. Also unterdrückten Sie sogar die hübsche Geschichte von der Firma Ter Dijk, die angeblich in, naja, sagen wir, etwas einschlägige Etablissements investiert und sich nun auch in unserer kleinen Stadt betätigen möchte. Mit Unterstützung eines nicht völlig aufgeklärten Bürgermeisters namens Stolz. Warum, Weißner? Warum was? Ich will es Ihnen sagen. Große Firmen wie Ter Dijk sind mit Verleumdungsklagen rasch bei der Hand. Vor allem dann, wenn nicht genau zu beweisen ist, was man ihnen unterstellt. Im Moment kann das nicht einmal mein Freund Kurt von der Frankfurter Sitte. Aber Ihnen ist ja etwas viel Besseres eingefallen. Sie spielen den Namen Ter Dijk einfach mir zu. Kompliment. Kompliment für Ihre guten Informationsquellen. Wissen Sie überhaupt, wovon Sie reden, Brockmeier? Ertragen Sie mich doch noch ein paar Minuten. Die Geschichte des Torquests, drittes Kompliment. Gut recherchiert, gut geschrieben, gute Pointe. Wer sich an dem Ding vergreift, der stirbt. Das musste sich nur wieder mal einer daran vergreifen, damit Sie Ihre Serie loswerden konnten. Gebert, sagen Sie, warum wollten Sie eigentlich nicht so recht glauben, dass jemand in die Kapelle eingebrochen ist? Ein normaler Bruch. Sieht einfach anders aus. Ach, der Dieb könnte also ebenso gut durch die Tür gekommen sein mit einem Schlüssel? Halte ich für möglich. Wo wird der Schlüssel zum Museum aufbewahrt? Im Rathaus. Dem Arbeitsplatz des ehemaligen Stadtpressechefs. Machen Sie aber einen Punkt, Brockmeier. Ist doch nur eine Geschichte, Weißner. Nur eine Geschichte. Für mich sogar peinlicher als für Sie. Immerhin trete ich darin als der Bulle auf, der zwar ziemlich versoffen ist, aber die Moralvorstellung einer Pfarrerstochter hat. Aufgrund, sagen wir, privater Erlebnisse bin ich derart von der Rolle, dass zwei Reizwörter genügen, um mich zum Berserker zu machen. Wenn ich sie höre, gehe ich los wie ein Verrückter und finde auch prompt, wonach mein Unterbewusstsein giert. Die Firma Ter Dijk. Danke, Gerhard. Mit meinen diesbezüglichen Befürchtungen renne ich dann sogar zu Stolz. Der erschrickt genauso wie ich, steigt ins Auto, aus. Warum labern Sie mich überhaupt mit diesem Käse zu, Brockmeier? Weil Sie sonst nicht verstehen, warum jetzt der Mann auftreten muss, der den Blitz schleudert. Sind Sie denn noch... Ja, Gebert, die Karte. Ja. Das ist eine Karte vom Unglücksort. Da der Einschnitt. Hier. Und da die Rechtskurve. Hier. Stolz kommt rausgeschossen wie ein Irrer, will die Kurve nehmen, aber in dem Moment der Blitz. Bums. Ich verstehe kein Wort. Ein helles Licht, Weißner. Ein plötzlich aufgeblendeter Autoscheinwerfer zum Beispiel. Für eine Sekunde raubt er Stolz die Sicht. Aber es ist genau die Sekunde, in der er die Rechtskurve nehmen muss. Das andere Auto könnte hier am Ende des Viadukts geparkt gewesen sein. Ja. Der Mann, der da drin saß, muss den Wagen von Stolz gekannt und ungefähr gewusst haben, wann er zurückkam. Sie haben doch gute Freunde im Rathaus, Weißner. Sie wissen immer über alles Bescheid, was dort passiert. Aber es war noch dunkel, als Stolz verunglückte. Ein gutes Nachtglas, Gebert. Besitzen Sie ein gutes Nachtglas, Weißner? Sie sind doch Jäger. Sie sind verrückt, Brockmeier. Ich erzähle nur Ihre Geschichte vom Torquest zu Ende. Die Story enthält ja eine einzige Lehre. Wer zur gleichen Zeit, da der verschwundene Torquest wieder auftaucht, als Leiche vorgefunden wird, darf auch für den gehalten werden, der versucht hat, sich am Heiligtum der Stadt zu vergehen. Er starb also zurecht. Und diese Schauerballade soll Ihnen jemand abnehmen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich absolut nicht. Trotzdem wollen wir jetzt mal zur Tagesordnung übergehen. Wo waren Sie heute kurz vor oder nach Mitternacht, als Stolz verunglückte? Ja.
Jetzt fällt's mir wieder ein. Was? An der gleichen Stelle, an der es Stolz erwischt hat, ist damals auch der junge Horlacher verunglückt. Genau an der gleichen Stelle. Na, sieh mal einer an. Und jetzt, Weißner? Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Daraus habe ich nie einen Hehl gemacht. Wenn Sie gekonnt hätten, wie Sie wollten, hätten Sie ihn in Ihrem Blatt jeden Tag auseinandergenommen. Aber Sie sind nun mal nur Lokalchef, nicht der Chefredakteur. Also unterdrückten Sie sogar die hübsche Geschichte von der Firma Terdijk, die angeblich in, naja, sagen wir, etwas einschlägige Etablissements investiert und sich nun auch in unserer kleinen Stadt betätigen möchte. Mit Unterstützung eines nicht völlig aufgeklärten Bürgermeisters namens Stolz. Warum, Weißner? Warum was? Ich will es Ihnen sagen. Große Firmen wie Terdijk sind mit Verleumdungsklagen rasch bei der Hand. Vor allem dann, wenn nicht genau zu beweisen ist, was man ihnen unterstellt. Im Moment kann das nicht einmal mein Freund Kurt von der Frankfurter Sitte. Aber Ihnen ist ja etwas viel Besseres eingefallen. Sie spielen den Namen Terdijk einfach mir zu. Kompliment. Kompliment für Ihre guten Informationsquellen. Wissen Sie überhaupt, wovon Sie reden, Borgmeier? Ertragen Sie mich doch noch ein paar Minuten. Die Geschichte des Torquess, drittes Kompliment. Gut recherchiert, gut geschrieben, gute Pointe. Wer sich an dem Ding vergreift, der stirbt. Das musste sich nur wieder mal einer daran vergreifen, damit Sie Ihre Serie loswerden konnten. Gebert, sagen Sie, warum wollten Sie eigentlich nicht so recht glauben, dass jemand in die Kapelle eingebrochen ist? Ein normaler Bruch. Sieht einfach anders aus. Ach, der Dieb könnte also ebenso gut durch die Tür gekommen sein mit einem Schlüssel? Halte ich für möglich. Wo wird der Schlüssel zum Museum aufbewahrt? Im Rathaus. Dem Arbeitsplatz des ehemaligen Stadtpressechefs. Machen Sie aber einen Punkt, Brockmeier. Ist doch nur eine Geschichte, Weißner. Nur eine Geschichte. Für mich sogar peinlicher als für Sie. Immerhin trete ich darin als der Bulle auf, der zwar ziemlich versoffen ist, aber die Moralvorstellungen einer Pfarrerstochter hat. Aufgrund, sagen wir, privater Erlebnisse bin ich derart von der Rolle, dass zwei Reizwörter genügen, um mich zum Berserker zu machen. Wenn ich sie höre, gehe ich los wie ein Verrückter und finde auch prompt, wonach mein Unterbewusstsein giert. Die Firma Terdijk. Danke, Gerhard. Mit meinen diesbezüglichen Befürchtungen renne ich dann sogar zu Stolz. Der erschrickt genauso wie ich, steigt ins Auto, aus. Warum labern Sie mich überhaupt mit diesem Käse zu, Brockmeier? Weil Sie sonst nicht verstehen, warum jetzt der Mann auftreten muss, der den Blitz schleudert. Sind Sie denn noch... Ja, Gebert, die Karte. Ja. Das ist eine Karte vom Unglücksort. Da der Einschnitt. Hier. Und da die Rechtskurve. Hier. Stolz kommt rausgeschossen wie ein Irrer, will die Kurve nehmen, aber in dem Moment der Blitz. Bums. Ich verstehe kein Wort. Ein helles Licht. Stolz, so viel steht fest. Den Tod seines Sohnes hat er nie verwunden. Und das Ende der Dynastie Horlacher. Zugegeben, auch das. Wissen Sie jetzt mehr? Nichts Greifbares. Und wie gefällt Ihnen meine Serie über den Torquess? Bisschen viel Text. Na, lesen ist wohl nicht Ihre starke Seite. Tun Sie es trotzdem. Das Ding ist ein Heuler. Ja, ich hab's notiert. Hm? Heute 16 Uhr. Rathaus. Ja, richtig aus. Vielen Dank. Was wichtig ist, Gilbert? Bürgermeister Stolz erwartet Sie. Gut. Um 16 Uhr. Gut. Sagen Sie mal, lesen Sie eigentlich Weißners Serie über den Torquess? Na klar doch. Flott geschrieben, oder nicht? Ich hab die beiden letzten Folgen gerade beim Kaffeetrinken überflogen. Ja und?
Gefällt's Ihnen? Ich weiß nicht, Gebert, ich weiß nicht. Was will er eigentlich sagen, der Weiße? Sagen? Er erzählt eine Geschichte. Nee. Das heißt, er erzählt schon eine Geschichte, aber in der geht es immer nur um eines. Nämlich? Wer den Torquess klaut, der stirbt. Ja, sicher. So war's doch auch. Bisher. Schon. Aber in der Serie scheint mir alles auf den Dieb zuzulaufen, der den Torquess derzeit hat. Es klingelt manchmal, als ob Weißner schon wüsste, von wem er gestohlen wurde. Es zieht. Ja, ich weiß. Journalistischer Trick wahrscheinlich. Könnte auch sein. Nur... Was? Dem derzeit letzten Dieb droht er jetzt schon den Tod an. Indirekt wenigstens. Oder spinne ich total? Nee. Irgendwas ist da dran. Wer ist Weißner? Warum gluckt er so mit Horlacher zusammen? Na, der war doch sowas wie sein Pressechef. Berater für Öffentlichkeitsarbeit, ungefähr in der Preisklasse. Ach, Weißner war der Pressechef des alten Horlacher? Und des Jungen. Wer ist denn dann der Pressechef von Stolz? Niemand. Stolz sagt, das könne er selber und hat die Stelle gestrichen. Was Weißner nicht gerade zu seinem Freund macht. Kennen Sie ihn näher? Ja. Weißner mein ich. Ach so. So. Als er vor kurzem hier war, haben wir uns fast eine Stunde lang unterhalten. Ist kein unwitziger Typ. Er war hier? Das habe ich Ihnen doch gesagt. Nee. Aber Herr Brockmeier, Weißner hat mir doch den Namen der Firma gegeben, die das Armenspital angeblich zum Hotel umbauen will. Ter Dijk. Ach, Weißner war das? Ja. Nicht Ihr Onkel, der Gemeinderat? Mein Onkel weiß von der ganzen Angelegenheit überhaupt nichts. Ach, du dickes Ei. Jetzt wird mir aber einiges klar. Ja, was denn, um Gottes Willen? Hier bläst jemand zur Jagd. Auf den einen ganz bestimmten Mann. Und er meint es verdammt ernst. Ich frag ihn, ob er auf der Rückfahrt mal bei mir reinschauen kann. Liegt eh am Weg. Es ist wirklich wichtig, Corinna. Probleme? Ich habe das Gefühl, mein erster komplizierter Fall kommt auf mich zu. Etwas, wo man Köpfchen braucht. Und du weißt ja, meine starke Seite war das nie. Na gut, Hans-Ober, war's das? Nein. Es hätte mich gewundert, wenn er nicht fragt. Du hast sie gesehen? Kurt hat sie, steht wieder in der Frofroba hinterm Tresen. Ja, schon gut, Corinna, danke. Bis demnächst mal. Frofroba. Oh Gott. Mal an deinem Glas riechen, Didi. Ernst, Kommissar, sie hol mit der Schräg. Ein üblicher Fusel ist das aber nicht, Didi. Sondern ich würde sagen, Kirsch, mindestens 10-jähriger. Aber Ivo, aber Kommissar, Kirsch? Das ist, ob die da einen 10-jährigen Kirsch hätten. In der Wolfsschlucht. Na schön, Didi, einigen wir uns auf 5 Jahre. Kommissar. Bei 5 gibt's doch keine Bewährung mehr. Na, du kriegst nicht mal auf 3 Monate mehr Bewährung. Und Schluss jetzt mit den Witzchen. Die Krawatte ist auch neu. Weil ich arbeite. Wo? Bei wem? Na ja, da, mit da, ne? Mit Sommer, ne? Die Bäume müssen geschnitten werden. Ich bin schließlich gelernter Gärtner. Nebenjobs nimmst du nicht mehr an? Aber wie? Weil bei mir sind ja alle Jobs Nebenjobs. Du weißt doch genau, was ich meine. Wie? Ach so, das meinst, Schmierstehen. Diskrete Botengänge, geklaute Ware verstecken. Ja, aber du bist denn noch alles, ne? Kirchenfenster einschlagen. Was? Jetzt glaub ich, also wie kommen Sie denn auf sowas, Kommissar? Warum so hier Kirchenfenster einschlagen? Also das bringt dir nichts. Naja, wenn du das sagst, Didi, aber Zeitung liest du. Ja, das meinen Sie. Nein, jetzt klar, ne? Jetzt geht's eher auf das Licht. Ne? Diesen, den Ding da. Genau den. Ja, so, ja. Also, Kommissar, nein. Nie und nimmer nicht. So was ist nichts für die Idee. Ehrlich. Also, deppert mag ich ja sein, aber blöd bin ich nicht. Ne? Du, und wenn hier einer was verschabeln will, was Besseres, du weißt schon so unter der Hand. Dann hätten sie ja mindestens da hingehen, wo sie herkommen, nach Frankfurt. Also die Big Heller, die Großen, die in der Liga spielen, die gibt's da bei uns so gar nicht. Naja, danke, Didi. Du vergisst nicht, dass ich in dieser Stadt dein bester Freund bin. Aber gern, aber wirklich. Kann doch nur der Gilbert sein.
Hallo. Ja, was machen Sie denn hier, Geber? Sie haben hinterlassen, dass Sie in der Wolfsschlucht sind. Da wollte ich mal sehen. Wie ich Ganoven platt mache. Machen Sie hier bloß. Na schön. Ach, Herr Brockmeier. Ja? Bevor ich es vergesse, dass ich meinen Führerschein noch habe, verdanke ich wohl Ihnen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Herr Bürgermeister. Aber weil wir gerade drüber sprechen. Ja? Wenn ich Sie wäre, würde ich meinen Fahrstil schon ein bisschen ändern. Ja, das versuche ich ja schon die ganze Zeit nur. Was? Wenn mich irgendetwas ärgert, fahre ich immer zu schnell. Und schon haben Sie mich wieder. Ja, aber wie auch immer, bei mir haben Sie einen Stein im Brett, Herr Brockmeier. Das sollten Sie wissen. Ich höre von Ihnen. Ja, sobald es was zu berichten gibt. Na denn? Danke für die Zigarette. Bar auf der Empore. Sauna und Whirlpool in der Krypta. Und der Torquest scheint ihm scheißegal zu sein. Gebert, sind Sie das? Nein, ich bin's nur, Herr Kommissar. Ich habe gewartet, bis unser Bürgermeister um die Ecke war. Sie einer an, der Lokalchef persönlich. Den Polizeibericht schreiben doch sonst Ihre Volontäre, Herr Weißner. Die Torquest-Story ist eine Nummer zu groß für die Jungs und Mädels. Woher wissen Sie denn überhaupt, dass ich hier bin? Die Presse hat spitze Ohren. Oder im Rathaus gibt es undichte Stellen. Na ganz einfach, ich beherrsche mein Handwerk. Man hat Sie doch nicht zum Schweigen verpflichtet. Im Gegenteil, ich brauche Sie. Wir sollen eine Beschreibung des Torquest bringen, mit Bild, nehme ich an. Wenn es sich machen lässt. Ist bereits veranlasst. Glauben Sie, wir lassen uns sowas entgehen? Was meinen Sie mit sowas? Und die Story natürlich. Ach, die für Ihre Volontäre zu groß ist. Warum eigentlich? Ja, da gibt es mehrere Aspekte. Einmal, Riesenblamage für die regierende Rathauspartei. Das kostbarste Besitztum der Gemeinde wird gestohlen, weil ungenügend gesichert. Und weiter? Sie scheinen die Geschichte unseres Torquest nicht zu kennen, Herr Kommissar. Was ist so Besonderes an ihm, außer seinem ehrwürdigen Alter und der Tatsache, dass er aus Gold ist? Dieser Torquest hat schon mehrmals den Besitzer gewechselt. Aber jeder... Sehen Sie, es fängt schon an. Was fängt an? Der alte Gott der Kelten bekundet seinen Unwillen. Wollen Sie mich verarschen? Sie können es ja nicht wissen, Herr Kommissar. Alle, die sich diesen Torquest jemals auf unrechtmäßige Weise angeeignet haben, kamen auf sehr unnatürliche Weise ums Leben. Bisher insgesamt 4 Personen. Sie sehen aus, als bräuchten Sie einen Schnaps. Einen Schnaps? Damit es morgen wieder in der Zeitung steht, unser Polizeichef, Doppelpunkt, ein Mann mit Alkoholproblemen, Fragezeichen. Ach, kommen Sie, Brockmeier, das sollte doch nur endgültig vergeben und vergessen sein. Als Sie von Frankfurt hierher kamen, galten Sie wirklich... Ich weiß, als der wilde, unberechenbare Bulle aus Manhattan. Also gut her mit dem Schnaps, aber einen doppelten, bitte. Freddy! Ja? 2 doppelte Wacholder. Kommen gleich. Frufruba. Oh Gott. Darf ich mal an deinem Glas riechen, Didi? Jetzt, Kommissar, sie hol mit der Schräg. Dein üblicher Fusel ist das aber nicht, Didi. Sondern ich würde sagen Kirsch, mindestens 10-jähriger. Aber Ivo. Aber Kommissar, Kirsch? Als ob die da einen 10-jährigen Kirsch hätten. In der Wolfsschlucht. Na schön, Didi. Einigen wir uns auf 5 Jahre. Kommissar, bei 5 gibt's doch keine Bewährung mehr. Na, du kriegst nicht mal auf 3 Monate mehr Bewährung. Und Schluss jetzt mit den Witzchen. Die Krawatte ist auch neu. Weil ich arbeite, wo? Bei wem? Na ja, da, einmal da, ne? Wird Sommer, ne? Die Bäume müssen geschnitten werden. Ich bin schließlich gelernter Gärtner. Nebenjobs nimmst du nicht mehr an? Aber wie? Bei mir sind ja alle Jobs Nebenjobs. Du weißt doch genau, was ich meine. Wie? Ach so, das meinst Schmierstehen. Diskrete Botengänge, geklaute Ware verstecken. Ja, aber du bist denn noch alles, ne? Kirchenfenster einschlagen. Was? Jetzt glaub ich, also wie kommen Sie denn auf sowas, Kommissar? Warum so hier Kirchenfenster einschlug? Aber das bringt ja nichts. Naja, wenn du das sagst, Didi, aber Zeitung liest du. Ja, das meinen Sie. Nein, jetzt klar, ne? Jetzt geht's eher auf das Licht. Ne? Diesen, den Ding da. Genau den. Ja, so, ja. Also Kommissar,
Na, nie und nimmer nicht. So was ist nichts für die Idee. Ehrlich. Also deppert mag ich ja sein, aber blöd bin ich nicht. Ne? Du, und wenn hier einer was verschabeln will, was Besseres, du weißt schon so unter der Hand. Dann täten sie ja mindestens da hingehen, wo sie herkommen, nach Frankfurt. Also die Big Heller, die Großen, die in der Liga spielen, die gibt's da bei uns so gar nicht. Naja, danke, Didi. Du vergisst nicht, dass ich in dieser Stadt dein bester Freund bin. Aber gern, aber wirklich. Kann doch nur der Gilbert sein. Aber, was ist mein Sinn hier, Gilbert? Sie haben hinterlassen, dass Sie in der Wolfsschlucht sind. Da wollte ich mal sehen. Wie ich Ganoven platt mache. Machen Sie hier bloß kein Fenster auf. Lassen Sie, Gilbert. Sie haben Husten, was? Didi und ich sind Freunde. Wir mögen uns und wir respektieren uns, nicht wahr, Didi? Jawohl, Herr Kommissar, jawohl. Also, na, setzen Sie sich doch, Gilbert. Da, wo wir uns bewegen, herrschen ordentliche Verhältnisse. Respekt, Herr Kommissar, wen haben wir denn da? Hier du, da ich und das ist der Geber. Noch einer. Und dazwischen das dünne Drahtseil des Gesetzes, auf dem wir drei balancieren und von dem wir drei alle herunterfallen können. Verdammt dunkel hier. Na, die Birne ist kaputt. Wenn ich diese verdammte Tür hier aufkriege, wird es heller. Scheint nicht sehr populär zu sein, das Museum. Das können Sie laut sagen. Im letzten Halbjahr 38 Besucher, davon 2 Zahlende. Und wenn es nach mir ginge, wäre der Schuppen schon lange dicht. Sie sind doch Bürgermeister. Auch der braucht Mehrheiten, lieber Kommissar. So, das wär's. Nach Ihnen. Donnerwetter. Sieht irgendwie nach Barock aus. Gotik. Macht ja nichts. Ja, war mal die Kapelle des Armenspitals, später Lazarett, dann Turnhalle, jetzt Museum. Lassen Sie sich nicht zu sehr beeindrucken. Das Zeug, was da rumsteht, ist nicht viel wert. Trotzdem ist hier einer eingebrochen. Ja, der wusste offenbar, was er wollte. Den Torquess. Wo war der denn untergebracht? Genau hier. Ach du lieber Gott. Einfacher Glaskasten mit 2 Hängeschlössern. Sowas kriegt ja ein Kind auf. Absolut idiotisch, den Torquess überhaupt hier aufzubewahren. Der hätte längst in ein großes Museum gehört. München, Köln, Berlin. Aber? Der Gemeinderat. Ein paar ältere Herren konnten sich von dem Stück einfach nicht trennen. Was ist denn das eigentlich, ein Torquess, Dr. Stolz? Ich bin nur in die Baumschule gegangen. Ein Torquess ist ein keltischer Halsring. Unserer war über und über mit Ornamenten bedeckt und an den beiden vorderen Enden, der Ring ist nicht ganz geschlossen, mit 2 kleinen, schauerlich grinsenden Männerköpfen versehen. Alter etwa 2.500 Jahre. Boah, also ziemlich kostbar. Der historische Wert lässt sich gar nicht beziffern. Und was ist das Ding wert? Das Ding war aus Gold. Versicherungssumme? Unbezahlbar. Also nicht versichert? Ich fürchte, nein. Müssen Sie sich da nicht auf einen ziemlichen Skandal gefasst machen? Ich fürchte, ja. Wann hat man den Diebstahl festgestellt? Wie ich Ihnen schon am Telefon sagte, vor 2 Stunden. Und wann wurde der Torquess zuletzt gesehen? Der Rathauspförtner, der sich auch um das Museum kümmert, war vorgestern zum letzten Mal hier. Da war der Torquess noch da. Wer könnte an einem solchen Stück Interesse haben? Auf jeden Fall niemand, der seinen wahren Wert kennt. Verkaufen lässt sich so etwas nicht. Also landet der Torquess bei einem Hehler und der lässt ihn einschmelzen. Um Gottes Willen. Das wäre eine Katastrophe. Was werden Sie unternehmen, Herr Kommissar? Das Übliche. Spuren sichern. Rauchen Sie? Oh, und wie? Bitte schon. Ja, danke. Und? Was weiter? Naja, dann werde ich mich mal ein bisschen umhören. Ach, ein Bild des Torquests sollte in der Presse veröffentlicht werden. Oh Gott, muss das denn sein? Presse? Wahrscheinlich würden Sie Ihre Situation eher verschlechtern, wenn Sie darauf verzichten. Ach, wer ruft mich denn hier in dieser Pinte an? Bitte. Herr Brockmeier. Was ist? Wo sind Sie, Geber? Ruhe im Puff! Ich will telefonieren. Also, warum husten Sie jetzt eigentlich, Gilbert? Was sind Sie? Wann? Ja, und warum? Mein Gott, Gilbert, ich hab halt eine Runde gedreht. Wie hören Sie das? Stolz? Am Straßenviadukt? Ich komme. Tot. Schon abtransportiert. Ja, ich hab verstanden. Und sein Wagen?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Absperren lassen. Haben Sie schon? Gut. Ich erwarte Sie im Büro. Ende. Ist was Schlimmes? Glotz nicht so. Stolz hat's erwischt. Morgen steht's in der Zeitung. Also, hier, so muss es passiert sein. Er kommt aus dem Einschnitt raus, eine leichte Rechtskurve, dann gleich der Viadukt. Das ist schon bei 80 Sachen nicht ungefährlich und bei Tag, aber in der Dunkelheit und mit Karacho. Wie schnell ist er gefahren? Es zieht. Ja, es zieht immer. Was war? Wie schnell er gefahren ist. Ach so, keine Bremsspuren, also auch keine Anhaltspunkte. Allerdings hat es ihn ziemlich weit hinausgetragen. Hier, der Wagen war ein ganzes Ende vom Fuß des Viadukts entfernt. Schrotthaufen. Ich sehe es vor mir. Was denken Sie? Er muss die Stelle doch im Schlaf gekannt haben. Muss er. Und trotzdem... Vielleicht war er übermüdet. Oder er hat sich über etwas geärgert. Wenn ihn etwas ärgerte, ist er immer aufs Pedal gestiegen. Das gefällt mir nicht. Was? Dass es ein Unfall gewesen sein soll. Sie denken doch nicht etwas... Stolz hatte Feinde, Gebert. Es gab sogar Leute, die ihn regelrecht gehasst haben. Gehasst? Also da fallen mir nur der alte Horlacher und Weißner ein. Naja, vielleicht noch ein paar andere im Rathaus, denen er mal auf die Füße getreten ist. Pressechef war Weißner, haben Sie gesagt. Mhm. So ein Job muss doch mit allerlei Privilegien verbunden gewesen sein. Der alte Horlacher hat Weißner als besseren Laufburschen benutzt. Aber unter dem Regime des jungen Horlacher war er praktisch der zweite Mann im Städtchen. Der Drahtzieher, wie mein Onkel immer sagte. Was heißt das? Ja, ohne ihn lief nichts. Fast nichts. Wenn jemand einen städtischen Auftrag haben wollte, ging er erst zu Weißner. Und wenn die Gemeinde ein größeres Projekt ausgeschrieben hatte, Weißner wusste Rat. Sie meinen, er hat die Hand aufgehalten? Auf alle Fälle wurde er oft zur Jagd eingeladen. Ist er denn Jäger? Zur Jagd eingeladen? Kann viel bedeuten, Herr Brockmeier. Einkaufsbummel in Hongkong zum Beispiel. Ah. Wochenende in Paris. Bess, drittes Kompliment. Gut recherchiert, gut geschrieben, gute Pointe. Wer sich an dem Ding vergreift, der stirbt. Das musste sich nur wieder mal einer daran vergreifen, damit Sie Ihre Serie loswerden konnten. Gebert, ja. Sagen Sie, warum wollten Sie eigentlich nicht so recht glauben, dass jemand in die Kapelle eingebrochen ist? Ein normaler Bruch. Sieht einfach anders aus. Ach, der Dieb könnte also ebenso gut durch die Tür gekommen sein mit einem Schlüssel? Halte ich für möglich. Wo wird der Schlüssel zum Museum aufbewahrt? Im Rathaus. Dem Arbeitsplatz des ehemaligen Stadtpressechefs. Machen Sie aber einen Punkt, Brockmeier. Ist doch nur eine Geschichte, Weißner. Nur eine Geschichte. Für mich sogar peinlicher als für Sie. Immerhin trete ich darin als der Bulle auf, der zwar ziemlich versoffen ist, aber die Moralvorstellung einer Pfarrerstochter hat. Aufgrund, sagen wir, privater Erlebnisse bin ich derart von der Rolle, dass zwei Reizwörter genügen, um mich zum Berserker zu machen. Wenn ich sie höre, gehe ich los wie ein Verrückter und finde auch prompt, wonach mein Unterbewusstsein giert. Die Firma Tedak. Danke, Gerhard. Mit meinen diesbezüglichen Befürchtungen renne ich dann sogar zu Stolz. Der erschrickt genauso wie ich, steigt ins Auto, aus. Warum labern Sie mich überhaupt mit diesem Käse zu, Brockmeier? Weil Sie sonst nicht verstehen, warum jetzt der Mann auftreten muss, der den Blitz schleudert. Sind Sie denn noch... Ja, Gebert, die Karte. Ja. Das ist eine Karte vom Unglücksort. Da der Einschnitt. Hier. Und da die Rechtskurve. Hier. Stolz kommt rausgeschossen wie ein Irrer, will die Kurve nehmen, aber in dem Moment der Blitz. Bums. Ich verstehe kein Wort. Ein helles Licht, Weißner. Ein plötzlich aufgeblendeter Autoscheinwerfer zum Beispiel. Für eine Sekunde raubt er Stolz die Sicht. Aber es ist genau die Sekunde, in der er die Rechtskurve nehmen muss. Das andere Auto könnte hier am Ende des Viadukts geparkt gewesen sein. Ja. Der Mann, der da drin saß, muss den Wagen von Stolz gekannt und ungefähr gewusst haben, wann er zurückkam. Sie haben doch gute Freunde im Rathaus, Weißner. Sie wissen immer über alles Bescheid, was dort passiert. Aber es war doch dunkel, als Stolz verunglückt. Ein gutes Nachtglas, Gebert. Besitzen Sie ein gutes Nachtglas, Weißner? Sie sind doch Jäger. Sie sind verrückt, Brockmeier. Ich erzähle nur Ihre Geschichte vom Torquest zu Ende. Die Story enthält ja eine einzige Lehre.
Wer zur gleichen Zeit, da der verschwundene Torquess wieder auftaucht, als Leiche vorgefunden wird, darf auch für den gehalten werden, der versucht hat, sich am Heiligtum der Stadt zu vergehen. Er starb also zurecht. Und diese Schauerballade soll ihn jemand abnehmen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich absolut nicht. Trotzdem wollen wir jetzt mal zur Tagesordnung über. Sie sehen aus, als bräuchten Sie einen Schnaps. Einen Schnaps? Damit es morgen wieder in der Zeitung steht? Unser Polizeichef, Doppelpunkt, ein Mann mit Alkoholproblemen, Fragezeichen? Ach, kommen Sie, Brockmeier, das sollte doch nur endgültig vergeben und vergessen sein. Als Sie von Frankfurt hierher kamen, galten Sie wirklich... Ich weiß, als der wilde, unberechenbare Bulle aus Manhattan. Also gut her mit dem Schnaps, aber einen Doppelten, bitte. Freddy! Ja? Zwei doppelte Wacholder. Kommen gleich. Was halten Sie von meiner Story? Die kann einem schon ganz schön auf den Magen schlagen. Nicht wahr? Vier Leichen über die halbe Welt verstreut. Und alle mit dem Torquess in der Hand. Die erste Leiche? Luigi Mondello, Ziegelbrenner, hat den Torquess beim Tonstechen entdeckt und wird noch an der Fundstelle vom Blitz erschlagen. Das war 1892. Daraufhin nimmt ihn die Stadt in Besitz. Richtig. Als nächster... George W. Ziesenes aus Abilene in Kansas. Der steckt den Torquess 1945 in seinen Brotbeutel und nimmt ihn mit nach Hause. Wo er kurz nach seiner Heimkehr das Dach seines Hauses reparieren will und von einem plötzlich aufkommenden Windstoß herabgeschleudert wird. Diagnose Genickbruch. Folgt das dritte Opfer des unheimlichen Keltenringes. So, zwei doppelte Wacholder, bitte sehr. Danke, Ferdi. Ein namentlich nicht genanntes Subjekt, anzusiedeln irgendwo zwischen Hehlerei und Altmetallhandel, an das die Witwe von George W. Ziesenes den Torquess verscheuert hat. Gefunden in seinem ausgeraubten Laden, mehrere Kugeln in der Brust oder sonst wo im Körper. Neben der Leiche liegt in strahlendem Goldglanz der Torquess. Daraufhin beschlagnahmt ihn zunächst die amerikanische Regierung. Er war ja schon damals in Fachkreisen ziemlich berühmt. Stichwort Enemy Property, Feindbesitz. Aber... Luke schlägt zum vierten Mal zu. Luke? Der alte Gott der Kelten. Luke? Wie Luke und Trug? Vorsicht, Brockmeier. Nichts für ungut, Luke. Prost, Weisner. Prost. Wie der Asservatenverwalter ums Leben kam, der den Torquess dann in seine Bestände aufnahm... Das lässt sich nicht genau belegen. Fest steht nur, er starb völlig überraschend und viel zu früh. Sein Tod erregte derartiges Aufsehen, dass sich schon damals ein amerikanischer Journalist für den Keltenring interessiert und eine Story über ihn schrieb. Wodurch man auch hierorts erfuhr, wo der Torquess hingeraten war und um seine Rückkehr ins heimatliche Museum zu kämpfen begann. Der alte Horlacher muss damals Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt haben. Ebert, ich hab halt eine Runde gedreht. Wie hören Sie das? Stolz? Am Straßenviadukt? Ich komme. Tot. Schon abtransportiert. Ja, ich hab verstanden. Und sein Wagen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Absperren lassen. Haben Sie schon? Gut. Ich erwarte Sie im Büro. Ende. Ist was Schlimmes? Glotz nicht so. Stolz hat's erwischt. Morgen steht's in der Zeitung. Also. Hier, so muss es passiert sein. Er kommt aus dem Einschnitt raus. Eine leichte Rechtskurve. Dann gleich der Viadukt. Das ist schon bei 80 Sachen nicht ungefährlich und bei Tag, aber... In der Dunkelheit... Und mit Karacho... Wie schnell ist er gefahren? Es zieht. Ja, es zieht immer. Was war... Wie schnell er gefahren ist. Ach so. Keine Bremsspuren, also auch keine Anhaltspunkte. Allerdings hat es ihn ziemlich weit hinausgetragen. Hier, der Wagen war ein ganzes Ende vom Fuß des Viadukts entfernt. Schrotthaufen. Ich sehe es vor mir. Was denken Sie? Er muss die Stelle doch im Schlaf gekannt haben. Muss er. Und trotzdem... Vielleicht war er übermüdet. Oder er hat sich über etwas geärgert. Wenn ihn etwas ärgerte, ist er immer aufs Pedal gestiegen. Das gefällt mir nicht. Was? Dass es ein Unfall gewesen sein soll. Sie denken doch nicht etwas... Stolz hatte Feinde, Gebert.
Es gab sogar Leute, die ihn regelrecht gehasst haben. Gehasst? Also da fallen mir nur der alte Horlacher und Weißner ein. Naja, vielleicht noch ein paar andere im Rathaus, denen er mal auf die Füße getreten ist. Pressechef war Weißner, haben Sie gesagt. Mhm. So ein Job muss doch mit allerlei Privilegien verbunden gewesen sein. Der alte Horlacher hat Weißner als besseren Laufburschen benutzt. Aber unter dem Regime des jungen Horlacher war er praktisch der zweite Mann im Städtchen. Der Drahtzieher, wie mein Onkel immer sagte. Was heißt das? Ja, ohne ihn lief nichts. Fast nichts. Wenn jemand einen städtischen Auftrag haben wollte, ging er erst zu Weißner. Und wenn die Gemeinde ein größeres Projekt ausgeschrieben hatte, Weißner wusste Rat. Sie meinen, er hat die Hand aufgehalten? Auf alle Fälle wurde er oft zur Jagd eingeladen. Ist er denn Jäger? Zur Jagd eingeladen? Kann viel bedeuten, Herr Brockmeier. Einkaufsbummel in Hongkong zum Beispiel. Ah. Wochenende in Paris. Oder man fährt einen neuen Sportwagen zur Probe, sagen wir, solange bis er als Gebrauchtwagen gilt und dann etwas billiger wird. Aha. Aber gejagt hat Weißner auch. Langsam verstehe ich. Stolz hat ihn nicht nur um einen Job gebracht, sondern auch um... Freunde. Ja, ich glaube, das kann man sagen. Wollen Sie ihm deswegen etwas anhängen? Ich denke nur laut. Sie suchen ein Motiv. Im Moment versuche ich eher, mich an etwas zu erinnern. Luke, dieser Keltengott. Stolz sieht dich, taxiert dich und schon bist du Teil eines integrierten Schaltsystems. Von dem Moment an hört er dir nur noch aus Höflichkeit zu. Aber er trägt süße Krawatten. Hilft dir das weiter? Und wie beurteilen ihn deine Tofu-Jünger? Bestens. Er bekommt der Stadt gut, räumt auf mit dem alten Mief. So etwa. Mief? Bezieht sich das auf seinen Vorgänger, Horlacher? Muss wohl. So lange bin ich schließlich auch noch nicht hier. So, kleiner dicker Macho. Mittagessen. Die Fleischklopse müssen weg. Hast du einen Pilz? Das war eine Wucht. Sagst du mir jetzt endlich, was es gewesen ist? Eine Spezialität der Gegend. Ja, nun wartet doch mal. Kutteln. Kleingeschnittener Kuhmagen in Rotwein gekocht. Das hättest du doch gleich sagen können. Ich kenne Leute, die wären grün im Gesicht geworden, wenn sie es während des Essens erfahren hätten. Aber doch nicht ein alter Sittenstrolch wie ich. Und vor allem nicht nach 6 Wochen in einer Diätklinik. War so schlimm? Abscheulich. Na, dann habe ich dich wenigstens nicht umsonst hierher gelockt. Ich dachte selbst daran, bei dir mal vorbeizuschauen. Das Landleben scheint dir gut zu bekommen. Aber... Was denkt jemand, der aus unserem alten Milieu kommt, auf Anhieb, wenn er die Worte Sauna und Whirlpool hört? Und zwar in einem Atemzug. Und was wohl? Edelpuff? Gut, gut, gut. Nächste Frage. Erinnerst du dich noch an diese Tagung in, ich glaube, Sinzig? Und ob. Warum und ob? Weil es so aussieht, als ob das, was der Referent damals als Zukunftsvision an die Wand gemalt hat, allmählich Realität zu werden scheint. Das horizontale Gewerbe entdeckt die Idylle. Ja, scheint eine zwangsläufige soziologische Entwicklung zu sein. Soziologisch? So. Für mich absolut einleuchtend. Schließlich laufen immer mehr Typen rum, die alles haben. 200 PS unterm Arsch, Chinchilla-Pullover, Urlaub auf den Bahamas, den Barkellner im Ritz, der ihren Vornamen kennt. Kaviar satt. Noch was? Reicht schon. Und für die... müssen neue Bedürfnisse geweckt und befriedigt werden. Schließlich ist das eine super Kundschaft. Also die etwas abgelegenen, schnuckeligen Hotels mit Sauna, Whirlpool und... und der entsprechenden Bedienung. Beine bis zum Anschlag. Blondhaar bis zur Hüfte. Von den übrigen Zutaten zu schweigen. Wegen Zuhälterei kann niemand belangt werden, weil... Kaffee ist gleich da. Gasthaus Wolfschuck? Ja, der ist hier. Herr Kommissar, Telefon für Sie. Ach, wer ruft mich denn hier in dieser Pinte an? Bitte. Herr Brockmeier. Was ist? Wo sind Sie, Geber? Ruhe im Puff! Ich will telefonieren. Also, warum husten Sie jetzt eigentlich, Gebert? Was sind Sie? Wann?
Ja, und warum? Mein Gott, Gebert, ich hab halt eine Runde gedreht. Wie hören Sie das? Stolz? Am Straßenviadukt? Ich komme. Tot. Schon abtransportiert. Ja, ich hab verstanden. Und sein Wagen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Absperren lassen. Haben Sie schon. Gut. Ich erwarte Sie im Büro. Ende. Ist was Schlimmes? Glotz nicht so. Stolz hat's erwischt. Morgen steht's in der Zeitung. Also, hier, so muss es passiert sein. Er kommt aus dem Einschnitt raus, eine leichte Rechtskurve, dann gleich der Viadukt. Das ist schon bei 80 Sachen nicht ungefährlich und bei Tag, aber in der Dunkelheit und mit Karacho. Wie schnell ist er gefahren? Es zieht. Ja, es zieht immer. Was war? Wie schnell er gefahren ist. Ach so, keine Bremsspuren, also auch keine Anhaltspunkte. Allerdings hat es ihn ziemlich weit hinausgetragen. Hier, der Wagen war ein ganzes Ende vom Fuß des Viadukts entfernt. Schrotthaufen. Ich sehe es vor mir. Was denken Sie? Er muss die Stelle doch im Schlaf gekannt haben. Muss er. Und trotzdem... Vielleicht war er übermüdet. Oder er hat sich über etwas geärgert. Wenn ihn etwas ärgerte, ist er immer aufs Pedal gestiegen. Das gefällt mir nicht. Was? Dass es ein Unfall gewesen sein soll. Sie denken doch nicht etwas... Stolz hatte Feinde, Gebert. Es gab sogar Leute, die ihn regelrecht gehasst haben. Gehasst? Also da fallen mir nur der alte Horlacher und Weißner ein. Naja, vielleicht noch ein paar andere im Rathaus, denen er mal auf die Füße getreten ist. Pressechef war Weißner, haben Sie gesagt. Mhm. So ein Job muss doch mit allerlei Privilegien verbunden gewesen sein. Der alte Horlacher hat Weißner als besseren Laufburschen benutzt. Aber unter dem Regime des jungen Horlacher war er praktisch der zweite Mann im Städtchen. Der Drahtzieher, wie mein Onkel immer sagte. Was heißt das? Ja, ohne ihn lief nichts. Fast nichts. Wenn jemand einen städtischen Auftrag haben wollte, ging er erst zu Weißner. Und wenn die Gemeinde ein größeres Projekt ausgeschrieben hatte, Weißner wusste Rat. Sie meinen, er hat die Hand aufgehalten?